Heute sind wir im ultimativen Chillerurlaub. Wir haben einen Swimmingpool, Infinity Pool, einen fetten Luxusstrand, Family Pool, Chillout Area, die fetteste und größte Lobby, die ich jemals gesehen habe, Hochzeitsspot, Premium Pool, Premium Area, einen Riesenbuddha und Fitnessstudio, Wasserpark und den typischen Insta-Couple-Spot haben wir hier auch noch. So, und jetzt gibt's noch eine kleine Roomtour. Bad, Schlafzimmer, Balkon. Ja, das war's eigentlich soweit. Alter, jetzt spielen die hier einfach Fußball. Oh! Schürst da einfach den anderen Typen ab. Ich spiele da lieber nicht mit, sonst breche ich mir wieder den Fuß. Und jetzt ist hier nur eine Tanzstunde. Geil. Wieder nichts für mich allein, ich kann nicht tanzen. Aber ich kann es so lernen. Und hier ist auf Nord immer ein bisschen Minidisco am Start. Alter Schwede, das erinnert mich an die 90er Jahre, wo ich auf Mallorca war. Und da sitzt der Boss und macht hier die Lichtanlage. Ja, erinnert mich an ein bisschen was. So, wenn man halt schon die Aussicht von der Bühne sieht, das ist ja der Wahnsinn hier. So, hier wird schon hergerichtet für die Lobsterparty. Die haben uns ungefähr 18.000, weil ich frag, ob wir bei der Lobsterparty mitmachen wollen. Aber für 80 Euro habe ich gesagt, na, lauter Verbrecher. Und immer wenn man meint, es geht nicht mehr schöner, bam, das ist für mich die absolute Lieblingsaussicht. Hier auf dem Steg, besser geht es eigentlich kaum. Hier ist aber die Location von meinem Instagram-Post. Und ich habe zu meiner Mom gesagt, bitte machen wir gleich das Foto, sonst schaue ich zum Schluss aus wie der Yannick. Spaß, Yannick, I love you. Alter, da vorne hast du halt Beach Aerobic, so Beach Fitness hier. Ja, leco mio, ey. Das ist auch noch einiges sportlicher bei ich, kann man sicher behaupten. Also ich widme mir hier lieber die Bar. Im Urlaub ist es auch immer wichtig, hydriert zu bleiben. Die Insta-Chicks sind hier auch wie Sand am Meer. Ja, leck mich doch am Arsch. Digga, die landen noch sowas von in meinen DMs. Das ist der Flamingo Sodoro Domingo. Das hat einmal der Yannick gesagt. Und jetzt gibt's noch einen richtig guten Kaff. So, und da haben wir schon unseren leckeren Kaff. Und jetzt chillen wir uns hier in die richtig geile Lobby rein. Also, ich glaube, das ist auch das schönste und offenste Lobby, was ich jemals gesehen habe. Oh, da gehst du direkt unter in dem Ding hier. Da, das ist der Premium-Club. Der einzigste Vorteil ist, dass man da liegen darf. Sonst gibt's keine Vorteile. Und das kostet $30 am Tag. Beste. Fabi der Song. Egal. Habt ihr bei The Way schon mal solch eine Lautsprecher gesehen? Und auf Team Trampolin, da hat es gestern so heftig an aufs Maul gehauen, dass sie es jetzt gespart haben. Und es war Gott sei Dank nicht ich. So, und jetzt sind wir mal in einem richtig edlen Asiaten. Zum ersten Mal, dass wir beim Asiaten sind, gell? Also das Essen schaut ja ziemlich fancy aus, hä? Dann sag ich mal an Gurken. Alter, was geht jetzt auf? Bleiben. Der Fisch schaut ja gefährlich aus. Den essen wir jetzt. So, heute gibt es wieder Meeresfrüchte. Habt ihr übrigens schon mal so einen Riesenventilator gesehen? Also der ist ja mindestens 15 Meter oben, sonst kannst du dir gar nicht so dran. Immer schön hydriert bleiben. Hier die Aussicht von der Brücke. Sehr nice. Und hier haben wir die fetten Rutschen. Alter Schwede, schaut nicht geil aus. Im Urlaub ist es natürlich auch immer wichtig, dass man cool bleibt. Dann wird man das besser mit so einer Wasserbahn. Ach du Scheiße. So, und jetzt an Bord. Grüner erster Sektor. Grüner zweiter Sektor. Gelber letzter Sektor. P16. Aston Martin Lifestyle. Oh shit, jetzt haben wir verloren. So, jetzt ist es vorbei. Jetzt haben wir es erwischt. Warum bin ich hier eigentlich der Einzige, der hier fährt? Ist hier eine Mittagspause oder was? Da musst du aufpassen, Franz. Oh, nicht schon wieder. Hey, Obacht, Sportfreund, gell? Da musst du aufpassen, gell? Lauter Raudis. Oh, das ist schon ein Wasserpark, ohne zu rutschen. Okay. Oh, ich bin zu fett. Woohoo! Oh ja. Leck um hier, bist du schnell. Das ist auf jeden Fall recht cool, Alter. Das liefert wie am Schnürchen. Die haben hier sogar einen eigenen Gemüseanbau. Farm to table. Oh man, sogar der Garten schaut erstklassig aus. Donuts be like, I know a good place. And they bring you here. Also hier kann die mehr gut singen mit einem Cocktail. Ja, schaut doch gut aus. So, und jetzt gibt's ja schon die ersten Cocktails um 10 Uhr morgens. Immer schön hydriert bleiben, gell? Ach, das ist doch ein Lifestyle, oder? Oh ja, da sehe ich mich drin. Ach, Alter, that's the life. Alter, warum schaut das eigentlich aus, als wäre ich hier nackt? Ich habe ja Badhosen nur, by the way. Und jetzt haben wir hier sogar noch so eine Hochzeitskuppel. Also wenn man mal Bock hat zu heiraten, dann sollte man es definitiv hier machen. Bis der Tod uns scheidet. Ey, klar. Immer schön hier bleiben, gell? Alter, und jetzt haben wir hier auch noch eine Privat-Area. Holy shit, das ist wohl die Liebesoase. Also hier hast du deinen ganz eigenen Abteil. Hier, nichts mehr im Hintergrund. Alles für dich selber. Eigener Pool.
eigene Liegen, eigener Strand. Also hier kann man schon mal aushalten für ein paar Momente. Wer hat hier nicht Bock, einfach mal zu chillen? Insta-Couples be like, ah, die haben das uns heute geschenkt, weil wir so berühmt sind. Und dabei kommt hier einfach jeder Schwanz her. So, und jetzt gehen wir mal auf den Chefplatz auf. Schauen wir mal, was der Chef hier so für einen Ausblick hat. Das ist die View of the Day. Bei Sonnenuntergang. Da hockt der Chief immer rum und zieht die Leute raus. Fahren sie auch hier mit dem Blödsinn. Komm raus jetzt. Und jetzt bauen die hier auch noch allen Ernstes ein Kino auf. Alter, das ist eine Kulisse. He? Jetzt ist nur noch interessant zu wissen, was hier heute abgespielt wird. Also wie wäre fürs Formel 1 Finale 2021? Also du kannst mir sagen, was du willst, aber das schaut einfach nur traumhaft aus. Ich habe nie gedacht, dass ich jemals an so einen Standort komme, wo das alles genauso ausschaut wie im Film. Wirklich, einfach nur traumhaft. Wow. Wirklich geil. Geil? Ja.